Hallo, ich bin Stefan Hilbert. Ich leite seit über 30 Jahren die manuelle Ausbildung Hilbert und auch die Scherzausbildung Oskar Hilbert. Ja, bin einer der Pioniere auf diesem Ausbildungssektor und unlängst hat in dritter Generation, was sehr berührend war, eine Schülerin bei mir jetzt die Ausbildung absolviert. Ja, um was geht es? Was will ich vermitteln? Ja, es geht um das breite Spektrum der manuellen Ausbildung. Was hat das für Möglichkeiten? Ja, von der Massage bis Körperarbeit, bis artverwandte Techniken, bis unterstützende Techniken, wie Schröpfen, Deben und so weiter. Um unser Grundkapital Körper, unsere Fitness, unsere Gesundheit unterstützen zu können. Ja. Das will ich vermitteln, das ist das Thema auch der verschiedenen Kurse. Ja, Basiskurs ist die klassische Massage und die Anatomie. Da lernen wir mal die ganzen Grifftechniken, die wichtigsten. Ja, Thema ist, mit denen wir arbeiten, ist Muskulatur. Was ist ein normaler Muskel? Wie soll der ausschauen? Was heißt Verkürzung? Ja, was heißt Verspannung? Was ist so ein schwacher Muskel? Wie soll ein gesundes Gewebe ausschauen? Was können wir da unterstützen? Durch Kreislauf, Atmung, frische Luft. Ja, also das ist das Thema, ja, vom Inhalt, mit dem wir arbeiten, in dem wir auch mit den verschiedenen Griffen arbeiten. Ja, egal, ob das Ziel dann ist, ja, nur Massage für zu Hause anzubieten, die Familie zu unterstützen oder ob es dann ein berufliches Standbein werden soll. Und nach dem Basiskurs ist dann die Tür offen für die verschiedenen Fachrichtungen, egal ob man sich mehr in die Behandlung mit Sportlern und im Wellnessbereich, ja, für welche Richtung, für welche Zielrichtung, für welche Zielgruppe man sich entscheidet. Wenn ich heutzutage die Werbung anschaut, wird er uns pausenlos, ja, suggeriert, wir brauchen ja nur ein Medikament, damit wir fit und gesund werden, zu nehmen. Also ein Medikament für die Immunität, ein Medikament gegen Kopfschmerzen, ein Medikament für die Verdauung, ein Medikament für Depression und psychische Missstände, ja, ein Medikament gegen Verspannung. Nein, wir können selber eigenverantwortlich unheimlich viel dazu tun, damit wir wirklich fit und einigermaßen gesund bis ins hohe Alter sind. Das ist das Thema, das ist wichtig, ja, auch wirklich zu vermitteln, ja, und diese Eigenverantwortung, den eigenen Körper und die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen und nicht abhängig werden von irgendwelchen Medikamenten. Ja, wenn dich das Thema interessiert, schau auf die Homepage. Wir haben einen Teil der Kurse, vor allem die Theorie, bereits online gestellt, hat den Vorteil, dass die von weiter auswärts kommen, ja, sich den Anfahrtsweg ersparen. Ja, und dann kommt die Praxis, das ist ungefähr Hälfte des Kurses bis ein Drittel des Kurses hinten nach, verschiedene Module, es kann Abendmodul, Wochenendmodul oder Intensivmodul sein. Ja, klar, Massage ist Praxis, ist Technik lernen, ja, üben, verschiedene Modelle, Erfahrungsaustausch machen, korrigieren sich lassen, supervidieren lassen, ja. Und es besteht auch die Möglichkeit, ja, die Kurse natürlich nur ausschließlich in der Schule zu machen. Wir haben auch geplant, zum Teil die Praxis, ja, in den Bundesländern anzubieten. Ja, wenn ich das Interesse geweckt habe, schaut auf die Homepage, meldet euch bald und schnell an, weil die Praxis und die Kurse finden nur in kleinen Gruppen statt. Ja, und ich freue mich einfach, wenn wir uns in einer der Kurse wiedersehen.